Nach 2 Tagen, der ich dann mich da das wieder tun musste, was ich nicht konnte, musste ich ja kochen für meinen Vater, aber ich konnte ja noch nicht mal lesen, von wegen kochen. Und nach 2 Tagen, dann ist er mit meinem Vater mit mir ins Büro gegangen von der Firma, von der ADADA, um Arbeit, nach Arbeit zu fragen. Aber die haben mich nicht eingestellt, weil ich Minderjährige war. Aber eine Arbeit musste ich haben. Sind wir in die Mainzlandstraße, in der Mainzlandstraße waren auch noch Schuhfabriken. Genau dasselbe. Aber wir haben ein Schild gesehen, Deutsche Bundesbahn, Richtung Güterbahnhof, wo jetzt der Europaviertel gebaut wird. Und da war ein Büro von der Bundesbahn. Sind wir rein? Die haben, ja, natürlich, wir nehmen ihn. Ja, von wegen Kinderarbeit. Verboten. Ich habe allerdings jetzt vor 2 Jahren erfahren, nee, vor 3 Jahren, wo ich die Rente beantragt habe, habe ich erfahren, mit welchem Trick die Bundesbahn mich eingestellt hatte. Die haben mich als Lehrling eingestellt. Und ich habe ganz Leben lang, seit ich hier bin, 50 Jahre, 47 Jahre, nicht gewusst, dass ich einen Beruf gelernt habe. Jetzt weiß ich ja, ich bin ein Eisenbahner, nur nutzt mir das jetzt hier aber nichts mehr. Aber damals haben sie mich mit diesem Trick, weil der hat mich da auch natürlich befummelt und der Arzt hat uns dann untersucht und so. Der wollte mich dann auf die Schiene haben. Aber tatsächlich haben Sie gar keine Lehre gemacht. Nein, ich habe ja Hilfsarbeiter, genauso wie die anderen. Ich habe dann ja gelernt, wie die anderen auch, so, weil wir waren eine Abteilung von 17 Menschen, nee, 16, mit mir 17, waren 15 Neapolitaner, ich betone das, Neapel. Denn Neapel und Sizilien sind zwei verschiedene Stiefel und zwei verschiedene Mentalitäten. Deswegen haben wir in Sizilien haben wir die Mafia und da oben die Camorra. Da verstehen Sie sich noch nicht mal. Da waren wir 17 Mann und 15 Neapolitaner, ich Sizilianer und der Polier, also der Deutsche, der auf uns aufpassen sollte. Und hat mit mir ja natürlich ja nicht gesprochen. Ich habe ihm ja sowieso ja nicht verstanden, warum sollte er mit mir reden. Mir einen Pickel und ein Chip in die Hand gedrückt und so habe ich mir das abgeguckt, wie Patian aussieht, wie es gemacht wird. Und das war mein Lehrer. Das war mein Lehrer, das war mein Beruf. Jetzt weiß ich, jetzt bin ich Eisbahner.